Am vergangenen Sonntag gab es in der Stanz nach dem Unterliga-Match Stanz gegen Dörl eine kleine, aber feine Feier. Die Stanzer Fußballer feierten den ersten Saisonsieg in der Herbstmeisterschaft und Peter Frank, Franz Denk und Peter Harrer feierten 150 Jahre Fußball. Die drei genannten sind schon 50 Jahre mit dem Fußball verbunden und noch immer dabei. Peter, du kennst ja alle drei. Die, was du das 50-jährige Jubiläum haben, was hast du an die drei Personen für eine Erinnerung, fußballmäßig? Es ist, der Frank Peter ist natürlich ein langjähriger Sektionsleiter und der ist ja mit Leib und Seele dabei beim Stanzer Fußballverein und da muss man wirklich gratulieren, dass er 50 Jahre sowas macht. Denk Franz ist, ohne Denk Franz kann man den Stanzer Fußballverein überhaupt nicht vorstellen. Weil was er macht am Platz und was er außerhalb vom Platz macht und für die Jugend macht, das ist gewaltig. Denen muss man gratulieren. Und dir, Peter, wir haben ja schon, du bist ja als Legionär reingekommen in die 70er Jahre. Uns verbindet ja eine enge Freundschaft und du bist ja ein Tausendsasser, muss ich sagen. Wenn man dem Fußball verfallen ist, da kommt man nicht so schnell los. Stanz ist ein guter Fußballboden mit einem tollen Publikum. In den 70er Jahren hatten die Stanzer sportlich die beste Zeit in der Unterliga Mitte damals. Da hatte man einen 400er Zuschauerschnitt. Bei den Derbys gegen Kindberg und Veitsch wurde sogar die 1000er Marke geknackt. Ich durfte damals ein Teil dieser Mannschaft sein. Der Tasso Gesselbauer war auch von mir damals ein Mannschaftskollege und der Tasso war die Tormaschine damals in der Unterliga für den SV Stanz. Er war ein gefürchteter Tasso, also ein richtiger Gerd Müller-Typ. Aber ich glaube, Tasso, Gaudi haben wir schon aufgehabt. Ja, ich weiß, wir haben miteinander gespielt und es war wirklich lustig. Und die haben wir allerhand an Ton immer noch gemerkt von dir, was du oft aufgeführt hast. Nicht nur privat, auch sportlich mal. Nein, das war echt gaudig. Du, was hat sich verändert, wenn man den Fußball so heute anschauen und damals? Was glaubst du? Ja, mir kommt bei dem vor, die Kameradschaft. Weil du weißt es noch genau, bei uns ist nachher zusammengesessen worden, nach jedem Training zusammengesessen worden. Und das darf ich jetzt vermissen, weil jetzt ist es nicht mehr so. Aber der Fußball ist auch, glaube ich, ein bisschen schneller und härter geworden. Da ist auf jeden Fall, da brauchen wir nicht rein. Ich meine, da sind ja 40 Jahre vorbei, wie wir noch gespielt haben. Ja, und heute auch so, heute schlagen wir eine Fassel Bier an, eine 50 Liter Fassel und trinken, aber auch nicht nur auf uns, sondern auch auf den SV Stanz, der haben ja heute gewonnen, die Stanzer, und auf den Adi Hütter, der hat nämlich auch 3-0 gewonnen mit Frankfurt. Ja, super. Peter, danke dann. Hab mich gefreut, dass wir da mal in den Stanz reinkommen, weil ich hoffe, wir sehen uns öfter wieder. Gell? Danke. Ich habe für diese kleine Feier absichtlich die Stanz ausgesucht, habe noch viele Freunde dort. Hat gut getan, gute Freunde zu treffen und ein bisschen zu feiern. Musikalisch umrahmt wurde das Ganze von Sophia Schmidhofer.